Hey guys, ich bin's, Bernie von eurem super YouTube-Channel. Ich habe heute eine prima Idee und ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, wie man perfekt eine Dose Guinness in ein Guinness-Glas eingießt. Also passt mal auf, Dose Guinness, Cold, Fresh, Prima, auf das Ding und guck, das ist der perfekte Dosen Guinness Zapfarbeit. Stickstoff. Von da nach da. Ein perfektes Glas und ihr könnt das genießen. Jetzt aber stelle ich euch meinen guten Freund Gerd vor. Hallo Gerd, trink mal. Hallo. Hey, Mikkel. Hallo. Gerd hat. Gerd trinkt auch gerne Guinness. Gerd trinkt aber Guinness anders als normale Guinness-Trinker. Gerd, zeig uns doch mal, was du als erstes machst. Stopp! Schaut euch mal dieses Glas an. Ist das ein Guinness-Glas? Nein! Gerd, wenn dann bitte ein richtiges, schönes Guinness-Glas, aber gerne ein Weizenglas. Die Dose wird geöffnet und er gießt es auch noch ein wie ein Weizenbier. Das ist ja fürchterlich. Aber wie ihr seht, Gerd kann das ganz, ganz toll. Und jetzt, Gerd, was machst du als nächstes? Eis. Eis. Kalt. Eis. Nein, Gerd. Wie kann man denn nur Eis in ein Guinness-Glas reinpacken? Nein, das geht gar nicht! Gerd! Geil! Geil! Aber ich sehe da noch was ganz Schlimmes da hinten stehen. Nämlich Cola! Cola Zero! 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 Gerd, tu es nicht! Bitte, bitte, tu es nicht! Nein, er tut es wirklich! Liebe YouTube-Freunde, er tut es! Seht euch mal dieses Gesicht an! Ich bin vollkommen verzweifelt! Und Gerd ist glücklich! Und jetzt, er genießt es und trinkt es! Oh Gott! Um Gottes Willen, ich kann es nicht ertragen. Ich gehe mit meinem Guinness jetzt mal hier raus, stecke mir meinen Strohhalm da rein und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao und nächste Woche zeige ich euch, wie Gerd Guinness rückwärts trinkt. Stopp!